Wir haben es fertig gemacht. Denn es regnet draußen. Und wir wollen natürlich frisches Brötchen nur. Wir wollen ein schönes Brötchen. Juhu. Und das Video ist online. Noch nicht. Noch nicht? Oh. Ist erst nur hochgeladen. 10 Uhr. Aber wenn die das sehen, dann können wir das Video auch machen. So. So, wir haben es jetzt schon immer. Oh, mach mal hoch. Und los geht's. Das ist so schwer, Süße. Na dann, los geht's. Lampe noch. Das muss halt sein. Komm her. Ja, gefällt mir nicht so. Aber das ist erstmal egal. Wir sind gerade am Mittagessen. Recht pünktlich, oder? Ja, nein. Naja, nicht ganz. Dann können wir gleich sofort baden. Ja. Heute machen wir einen Strandtag. Genau, dann morgen wollen wir wandern gehen. Heute ist nur mal warm. Mhm. Morgen wird es nicht mehr so warm werden. Und da haben wir überlegt, da können wir gleich mal wandern. Beziehungsweise ein Schloss angucken und einen botanischen Garten. Und danach wollen wir ins Karls-Erlebnis hoch. Genau. Weil Samstag müssen wir schon wieder los. Und Samstag ein Karls-Erlebnis durchzugehen ist ein bisschen. Nein. Oh. Das war eine Möhre. Etienne schläft gerade. Etienne. Naja, das ist ja gemütlich. Und wir bauen gerade hin. Eine Burg. Na prima, Mami. Das ist eine Firma? Da. Dann bin ich noch so ein Turm und dann den hier drauf? Ja. Ja? Ja. So, Kleen ist eingegraben. Und hab jetzt Kopfschmerzen? Ich hab Kopfschmerzen. Ich bräuchte eigentlich nur eine Tablette. Ich hab die natürlich. Keine mit, ich weiß. Na, willst du nochmal rausgehen und Tabletten nehmen? Ich kann so ein paar Snacks mitbringen. Ich weiß nicht, wie spät kommst du denn überhaupt? Es ist 3:45. Das ist so. Da kannst du ein paar Snacks mitbringen. Er krebt sich wieder aus. Er versucht's. Wir sind gerade noch mal auf dem Weg. Und zwar wollen wir nochmal auf Karls Erdbeerdorf. Erlebnisdorf. Erlebnisdorf? Nein, Karls Erdbeerdorf steht da. Nein, ich hab auch Erlebnisdorf. Steht da dran? Achso, Erlebnisdorf. Scheiße. Was? Was steht dran? Ich hab da Erdbeer wegen des E gelesen. Ja, ich weiß nicht, das soll. Also, was? Es hätte auch Ersinn gemacht. Nicht? Nein. Sieht mir Angst aus, als ob er Angst hätte. Sieht doch cool, also der sieht schon komisch aus. Ja, der sieht tatsächlich gruselig aus. Okay.
Kinder. Ist das kostenlos? Ja, einfach. Also der Einkauf ist nicht mehr. Der Rest ist selber alles. Yep. Das dauert sogar nicht mal lange. Oh, und top. Ja. Yeah. Da oben ist einfach mal eine Ziege. Und da ist ein O. Was haben wir hier? Schweine? Nee, so die Ziegen. Das sind Ziegenschutz. Ach, hier kommst du hin. Und wir nicht? Komm mal hier. Da. Guck mal, ein Schwein. Bitte guckt. Das ist ein Schwein. Da guckst du skeptisch. Das bewegt sich nicht, ne? Wie macht der Schwein? Und hier sind Schafe. Gucke hier. Guck mal hier. Guck mal hier. Hier sind auch Tiere. Guck mal hier. Gucke hier. Der ist total interessiert an den Schwein. Guck mal hier. Mädchen. Guck mal. Schläft. Ja. Stroh hopsen. Und können die da hopsen? Ja, die können hopsen, aber das ist auch. Ja, das ist Stroh hopsen. Weiter? Jo, guck mal, draußen sind noch mehr Schweinchen. Gucke. Ich glaube, das Schluss. So, hier ist noch viel größer. Oh, schöner Hintergrund. Ganz leicht. Hey. Und nur? Mami, er will wieder hoch. Yay, Mami, yay, schneller. Mami mit drauf. Und. Oh, Schatz, da wird mir schlecht. Ruhig. Oh Gott. Und jetzt runter. Runter. Nee, dann macht's hier. Komm, steig ab, jetzt und runter. Halt ein Glen. Stell den weit weg, nicht, dass es drauf kippt. Was denn du? Oh, jetzt geht's wieder. Na, wieder rauf, Mami. Mami.
Mami, hoch! Und? Der will anfassen. Er will zerquetschen. Das ist ja mehr so. Oh nein! Er fällt runter! Oh nein! Das sind Mäuse, ja? Ja, gut. Hinein. Los geht's. So, wir gehen. Nein, ich kenne dich halt. Hallo. Wo lang? Nicht schummeln. Etienne? Wo lang? Na, nicht schummeln. So, wir haben es geschafft. Und dann? Und jetzt haben wir noch ein bisschen Erdbeermarmelade. Mami? Ja. Und? Likör? Es ist? Es ist? Likör? Erdbeersahne-Likör. Mhm. Das muss man einfach Mama? Oh, du machst sonst auch immer alleine. Schön, zu schön, um das zu sein. Na dann. Nee, du kannst nicht. Nein. Du bist noch zu klein. Nee, jetzt mach er. Der Kleine will. Und go. Ja, was denn du? Wir wollen nur noch weiter. Du schummelst. Etienne, geh mal zur Seite. Warte, lass mich doch mal ganz kurz den Kleinen festhalten. Los geht's. Ich kann ja auch nicht reden. Los! Ach, tatsächlich. Aber sich über mich lustig machen, das ist so typisch. Los jetzt. Ey, du schummelst. Schummeln! Etienne macht sich lustig über dich. Das ist froh. Lächerlich, steckt er sich auch so. Ja, den Hund ja auch nicht gesehen. Wo ist denn der los? Der Bett? Na hier! Kletter doch! Jetzt klettert er selber hier hoch. Hier, Etienne! Hier! Mach alleine! Oh, da ist noch eine große Stufe. Da ist noch eine große Stufe. Hui! Und hui! Das ist aber niedrig, hä? Ja. Schatz, du wolltest wieder übertreiben, ne? Ein bisschen. Willst du doch. Alleine laufen. Wir gehen langsam wieder zurück, wie man sieht. Jo, es hat
ihm Spaß gemacht. Es war auf jeden Fall schön. Wir hätten aber bestimmt auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr gerutscht. Ja. Aber es wurde schon ein bisschen spät. Und morgen regnet es halt, laut Wetterbericht. Und deshalb haben wir gedacht, gut, wir machen das jetzt noch mal schnell. Auf jeden Fall. Es hat sich gelohnt und wollten heute einen Badetag machen. Den haben wir heute gemacht. Bitte schön. Ein Strandtag müssen wir machen. Ja. Und haben wir auch gemacht. Haben wir super. Schön mit Wellen und alles drum und dran. Ja, der Kleine, wir haben ja einen Riff gemacht. Und dann sind wir gleich los. Und er hat dann geschlafen. Erst ist er im Boot eingeschlafen. Und zwar, er saß mit den Beinen so gerade nach vorne und so, ja. Und wieso, da guckt der jetzt durch dieses kleine Fenster oder schläft der? Ich hab dich dann gefragt, sag mal, schläft der? Und da guck und ich so, nee. Da guck ich so nochmal genau, der schläft. Dann haben wir den natürlich rausgepackt, haben ihn hingelegt, dann hat er geschlafen, locker anderthalb Stunden. Ja, und wir haben, dann kam die übelsten, übelst nicht, aber nicht so cool. Aber es kam schon richtig coole Wellen. Da waren wir natürlich mit unseren Reifen. Mit den Reifen? War natürlich richtig geil. Das war richtig schön. Und als der Kleine dann aufgewacht ist, haben wir dann ein bisschen hochgebaut und ein bisschen gespielt. Und dann hat er ein bisschen geschlafen. Ich hatte Kopfschmerzen. Ja? Ich hatte nur kurzzeitig Kopfschmerzen gehabt. Ja, das stimmt. Also Kopfschmerzen ist dann noch zurückgegangen, hat Kopfschmerzen geholt und ein bisschen was zum Kopfschmerzen Snacken. Geholt. Die hatte ich schon gehabt. Ja, Kopfschmerzen am Leben. Oh. Ja. Naja, und seitdem geht's eigentlich. Kein Problem mehr. Wer weiß. Meist der Wetterumschwung. Ja, das stimmt. Ja, wenn es morgens so wettert und regnet, dann wollen wir auf jeden Fall wandern gehen. Ja, mal gucken. Wenn es wirklich zu extrem ist, naja, dann. Ja, das ist klar, aber was machen wir dann? Müssen wir mal sehen. Jetzt gucken wir uns eine Kirche an. Hier in Ludin gibt es auch eine Kirche. Die können wir kostenlos betreten. Auf jeden Fall, jetzt geht der Kleine noch ein bisschen Rio spazieren, damit er ein bisschen müde einschläft. Müde wird. Weil momentan schläft schon sehr schlecht ein. Ja, aber nur. Also auch bei uns zu Hause, also ja. Nicht nur hier. Aber nicht Mittag, da schläft er eigentlich ganz gut. Es ist wirklich tatsächlich nur abends. Weil er möchte nur ein bisschen mit uns Zeit verbringen. Also das ist aber auch zu Hause so. Das hat so ein bisschen, ja. Urlaub halt. Ja, sind wir schon Tag 3. Jo. Und morgen ist unser vorletzter Tag. Also unser letzter eigentlich richtig, ne? Am Samstag fahren wir ja wieder zurück. Wird das wahrscheinlich nicht in einer von 4 Stunden. Ja. Wir hoffen, euch hat der Vlog gefallen. Falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ihr seid nicht bei uns. Wir sind bei